Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Tier 10 zusammen mit eurem Rio. Und warum hat er nicht? Oder ist er gebounced? Sah gerade so aus, als hätte er auf den Kurvenlander geschossen. Aber vielleicht hat er das auch gar nicht. Wir sind auf der Map Malinovka. Ja, die ganzen Camper-Maps bringe ich immer durcheinander. Und immer noch in Tschechien. Wahrscheinlich eines der letzten Spiele mit dem STVZ 39. Denn ich bin kurz davor, den Fünfer zu erforschen. Yay! Und das alles fast ohne Benutzung von Freierfahrungen. Ist das nicht schön? Ah, der ist im Weg gewesen. Nein. So ein Ärger. Mit dem Crusader kann man gut schießen. Das ist ein Fünfer, glaube ich, ne? Crusader ist ein Fünfer, ja. Der ist so blöd gewinkelt, dass man den auch echt schwer durchschlägt. So. Natürlich eine Prediction, dass er da irgendwo ist. Aber wir haben ja genug Munition dabei. Gucken, ob ich die Valentine treffe. So, haben wir. Der Crusader ist wieder da. Jawohl. Ah, schade. Der ist auch raus. Nice. Na, so muss das doch laufen. Ich würde da rüberfahren, wenn ich nicht wüsste, dass ich da dann aufgemacht werde. Man kann nämlich erst nicht ab dem Busch, sondern ab dem Busch, glaube ich, ins Wasser fahren. Ja. Aber der Excelsior fährt gerade vor. Ich glaube, ich fahre den mal hinterher. Mach das mal. Ich weiß auch nicht, wann ich aufgehe, aber ich fahre dem jetzt hinterher. Scheißdreck. Der hat mich jetzt natürlich selbstverständlich gesehen. Okay, der ist dead. Ouch. Das war die Arti, glaube ich. Der Excelsior-Hit. Das war, glaube ich, eine Arti. So, Aggressive Mode on. Wir versuchen natürlich so ein bisschen unsere Gun Depression auszuspielen. Ach, der Type 91. So, der ist hin. Aufpassen, dass ich nicht ins Wasser falle hier. Ach, die Hügel haben sie hier komplett geebnet, wa? Das ist jetzt total flach. Früher war das viel, viel, viel hügeliger. Da konnte man da gut mit dem Turm stehen oder mit dem Turm spielen. So, schießen wir mal da auf den. Marda 38T. Das ist auch hin. Nice. Fahren wir mal weiter. Problem ist, sie haben einen Panzer 4H und einen BDR. Die tun mich, wie wenn ich beide total schnell weghauen. Aber der Panzer 4H ist da hinten. Dann mache ich mal Jagd auf die Arti. In der Hoffnung, dass da nicht noch eine Million steht. Aber naja, wie gesagt, Low-Tier-Match, das kann durchaus sein, dass da viel gekämpft wird. Also wenn ich jetzt sterbe, dann, naja, dann sterbe ich halt. Ist ein bisschen traurig dann. Aber ich habe dann mein Bestes gegeben in dieser Runde. Wo ist die kleine Arti? T82 HMC. Wo seid ihr? Nicht hier. Interessanterweise. Da. Feuer! So. Ein Treffer. Noch gesammelt. Der BDR dürfte sogar noch voll sein, glaube ich. Komme ich an den ran? Nee. Ich glaube, der BDR hockt auch irgendwo oben. Größter Nachteil an dem STVZ 39 ist die Tatsache, dass er recht langsam ist, leider. Aber das ist, glaube ich, bei allen frühen Mediums so. So.
Gucken wir mal, der ist ja eigentlich nicht allzu hart. Sa, nice. Vierter Kill. Sehr gut. Das war ja ein schönes Follow-up mit dem STVZ39. Sehr, sehr gut. Leider ein bisschen Schaden an Verbündeten gemacht, aber... Okay. Damit habe ich genug Erfahrungspunkte, um mir den nächsten Panzer freizuschalten, den Skoda T24. So, der VZ wird verkauft. Macht zwar Spaß, aber brauche ich nicht unbedingt in der Garage behalten. Jetzt muss ich leider wieder ein bisschen Zeug umwandeln. So, ich kaufe den ohne Besatzung. Wir werden nämlich die Skoda Crew reinsetzen. Beste Besatzung. Entschuldigung, das ist diese hier. Umschulen. Und da benutze ich jetzt aber Gold. Ist auch gerade im Angebot. Ja, dann geht's an den Motor. Dann geht's an die Ketten. Und jetzt muss ich Erfahrungspunkte umwandeln, leider. Immer ein bisschen doof, aber... Und jetzt habe ich kein Gold mehr. So kann das laufen. Nehme ich die noch mit. Die sind, glaube ich, bis in die späten Panzer nützlich. Okay, aber die werde ich nicht mit Freierfahrung holen. So sieht er aus. Ah, der sieht echt fett aus, ne? Ich fand den ja schon auf dem Test so war schnittig. Schon ein cooler Panzer. Leider eine sehr große Kommandoluke. Eine sehr, sehr große. Ist nicht so das Problem, also beziehungsweise die Kommandoluke, viele sagen ja immer, na, Haldon-Panzer, da ist eine große Kommandoluke doof. Eine Kommandoluke ist bei jedem Panzer doof, weil das der erste Teil ist, den der Feind hinter einer Edge-Line quasi sieht. Jetzt nehme ich übrigens keine Buchteln mehr mit, denn, ja, man kann dann einfach viel früher auf den Panzer drauf schießen, bevor man selbst eigentlich schießen kann. Umso größer die Kommandoluke ist. Also wenn man zum Beispiel in einem Hügel oder sowas hochfährt. Hier gibt es auch wieder keinen vertikalen Stabilisator. Und dann fahren wir mal zum ersten Mal mit dem Panzer. Wir gucken uns den mal kurz nochmal an. Feuergeschwindigkeit relativ hoch. Ganz netter Alpha-Schaden. Gute Durchschlagskraft. Die Streuung finde ich, glaube ich, für T5 echt ganz gut. Ich vergleiche den mal kurz mit dem Schirmen. Sherman. Der Sherman-Kanone. Komm. Auch wenn er eine 6er hat. Trotzdem ungenauer. Das ist ja auch komisch, ne? Das ist eine 6er-Kanone, aber die Feuerrate ist ein bisschen höher. Der Durchschlag ist niedriger. Der Schaden ist ein 5 höher. Das ist nichts. Die Streuung ist viel höher. Also 0,38 ist echt gut, ne? Für die Tierstufe. Die Einzelzeit war auch nicht so schlecht, ne? 2,3? Ja. Das ist okay. Gut, ab ins Gefecht. Mal schauen. Was der so bringt. Sogar Top-Tier. Und die Gun Depression wird auch noch interessant. Durch diese abgeflachte Kante hier an der Wanne dürfte die vielleicht sogar gar nicht so schlecht sein. Aber wir werden es gleich sehen. Dummerweise kann ich ja so noch nicht runter zielen. Schick ist er schon, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie er sich spielt. Ich werde mal oben hinfahren. Richtung A1. Und der Durchschlag. Oh, ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt, diesen Panzer auszuprobieren. Ich finde ja, T5 ist immer so eine komische Tierstufe, weil die Panzer da noch so wenig HP haben. Also die sind meistens nach 4 Schuss tot. Aber die Gun Depression, guckt euch das an. Also wie erwartet, ist die echt gut. Das ist wirklich gut. Geschwindigkeit ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, mit dem Panzer kann ich Spaß haben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn der mir richtig, richtig gut gefällt, mir fehlt nämlich noch ein ordentlicher Fünfer als sogenannten Keeper. Das heißt, als Panzer, den man in der Garage behält. Wenn der mir richtig gut gefällt, dann könnte ich mir sogar vorstellen, den in der Garage zu behalten. So als Spaßpanzer, als Fünfer. Aber das wird sich zeigen. Mal gucken. Oh lol, ich fahre hier gerade alleine hin, ne? Hm, das ist doof. Wobei, da hinten kommt noch ein Type hinterher. Fahr einfach mal ein Stück vor. In der Hoffnung, mir rudeln jetzt nicht hier tonnenweise Leute entgegen. Und dann versuche ich mal hier meine Gun Depression zu
spielen. Ich erwarte nämlich, dass da durchaus etwas kommt. Guckt euch die Präzision an. Nice. Schon schick aus. Kann man nicht anders sagen. So, bisher kommt da nichts weiter. Können wir hier lang gucken. Da ist etwas. Ein Skoda T24. Dummerweise steht er so, dass von hinten rein theoretisch die auf mich schießen könnten. Dann haben wir kassiert. Wir fahren mal von der anderen Seite an ihn ran. Weil er damit jetzt natürlich auch nicht rechnen wird. Ich rechne jetzt hier gerade auch nicht mit Gegenwehr. Also, dass hier irgendwie mir noch was entgegenkommt. Oh doch! Das ist natürlich doof jetzt. Weil KV-1S, ich finde den immer noch unsagbar stark. Der wird mich jetzt einfach nass machen. Ja. Ja, zu viel HP und zu eine hohe DPM. Ärgerlich. Schade. Ja, so schnell verheizt. Wie gewonnen, so Zaron. Beim nächsten Mal gibt es den dann ein bisschen besser. War jetzt eine doofe Idee da von mir, sofort zu preschen. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Gut, aber das war es erstmal von dieser Runde. Beim nächsten Mal gibt es dann den Skoda T24 in ganzer Länge. Und dieser Part läuft dann natürlich noch unter dem STVZ39. So, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Jutta.